Die Versöhnungskirche, Ehesprengung und Abriss begannen. In der Sperrzone, direkt an der Mauer gelegen, galt sie vielen als Symbol der Teilung, denn hier wurde die Unnatürlichkeit der Grenzziehung dokumentiert. 95% der alten Gemeinde wohnen auf Westberliner Seite, 5% im Osten der Stadt. Seit 1961 war die Kirche ein Gebäude ohne Funktion, denn der Rest der Ostberliner Gemeinde sucht zu Gottesdiensten die nahegelegene Elisabethkirche auf. Berlin hat eine Kirche weniger, heute Morgen, Punkt 10 Uhr, an der Bernauer Straße. Jenseits der Mauer sprengt die DDR die Versöhnungskirche. Der Turm bleibt vorerst zumindest stehen, auch er soll abgerissen werden, allerdings erst im Februar.